Ich bin auch gerade davor. Dem Ball. Oder dem Stein. Ich hab's angesprochen. Ich auch. Luxusball. Du bekommst du... Mann, wieso bekomme ich einen Kackkeks und du einen Ball? Was hast du oben bei dem Stein? Ach, toll. Zauberasche. Hey, damit kann ich voll viel anfangen. Du kannst Geld verdienen mit. Ach, wieso verfolgen mich die ganzen Tollbinis? Weiß ich auch nicht. Oh Gott, ein Streber. In meiner Klasse bin ich der Beste. In meiner Klasse bin ich... Du kriegst auf die Fresse! Okay, Togepi wieder nach vorne. Ich will es endlich entwickelt haben. Pass auf, okay. Und irgendwann entwickelt sich Togepi und im nächsten Kampf darauf ist es tot. Ja. Solange wir kein Voltoball treffen, das Level 27 ist, brauchen wir vor Finale keine Sorge haben. Okay. Und Explosion sowieso nicht, das ist erst ab Level 46. Davor entwickelt sich das, glaube ich, noch. Ja. Also, da brauchen wir keine Sorgen haben, bis zu diesem Level. Und Georok? Georok kann das doch auch. Muss ich mal nachgucken. Ich glaube in den 40ern, ne? Nicht Quark, sondern Georok. Zack. Aber Vulpix, ich will dich nicht töten. Es tut mir leid, ich muss es tun. Nein, nicht Vulpix. Setz das Brille ein, sag mal, könnt ihr mal aufhören, meine ganzen Pokémon zu wechseln? Final? Oh, bei Georok sieht das schon schlimmer aus. Georok kann schon ab Level 21 Finale. Deshalb hätte ich ganz gerne ein Geist-Pokémon. Ja, stimmt, wegen normal, ja. Ha, nachher kriege ich das Geist-Pokémon zuerst. Weil ich ja sonst immer... Obwohl, jetzt mit Pupanza hatte ich ja Glück. Leider kann es nicht im Team bleiben, weil du mit Ninja Turm sonst rumrennen müsstest. Ich müsste halt immer aufpassen, dass nichts effektiv ist gegen mich, ne? Ja, gut, aber das lässt sich nicht immer vermeiden. Oder es gibt ja auch Pokémon, die können dann eine Flugattacke wie Aeroas lernen, obwohl sie kein Flugtyp sind. Und das kann man schlecht einschätzen, finde ich. Ja, oder sie vergiften mich einfach. Das geht auch. Eigentlich nicht. Eigentlich ist Gift ja nicht wunderwachenfähig. Naja, Giftblick zum Beispiel würde gehen, weil es nur... Oder Verwirrung. Verwirrung haut sich selbst sofort K.O. War hat ja bloß ein KW. Ich glaube, ich habe gerade alle Trainer tot gemacht. Ich nicht. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall mindestens noch einen hier rumlaufen habe. Ich hätte nur noch so einen Glatzkopf eben. Den hatte ich schon, den. Oh, dann habe ich auch alle durch, oder? Wollte das Kind schon was von mir? Ja. Süßigkeiten. Ich habe keine. Ich auch nicht. So, ich bin durch. Wollen wir noch kurz in das Gebäude gehen? Weil ich glaube, da wollte auch noch einer tauschen. Okay, dann muss ich nochmal zurücklaufen. Ja, ich war kurz healen, weil ich hatte Angst um mein Togepi. Ja, das ist berechtigt. Dann lieber healen. Warte mal, das Kind hatte ich da schon? Ja, ich habe ein Kind vergessen. Wie kannst du bloß ein Kind vergessen? Nee. Ja, das war der scheiß Strebe. Also hier in dem Haus gibt's bloß die Wachen, die einen nicht durchlassen. Geht's da nicht nach oben? Ah doch, hier ist eine Treppe. Da. Ich dachte erst, da lassen sie einen auch nicht durch. Hier ist ein Kind. Hier ist ein Professor sogar. Hallo Professor, erinnerst du mich? Wenn du 30 Pokémon hast, gibt's ein Geschenk. Da der Detektor. Hier gibt's den Detektor, aber man kann hier wenigstens mal gucken. Guck mal, ich habe immer noch 7 verschiedene gefangen. Ich glaube, wir müssen das wirklich mal so machen, dass wir für diese Professoren ein paar Pokémon fangen von der ersten Gen, die wir danach dann entlassen oder so. Müssen wir nur das Glück haben, dass wir wirklich Pokémon finden, die von der ersten Gen sind. Tja. Ah, er will tauschen hier, der eine Typ. Mhm. Was will er bei dir tauschen? Ja, ich bin noch im Kampf. Also, willst du meinen schon wissen? Bitte mach nicht Speedrun, bitte mach nicht Speedrun! Oh Gott!
Nee, ich habe nur gerade den Sound von diesem fast tot nachgemacht. Oh nein. Moment, was will er denn bei dir tauschen? Ich bin ja noch ein bisschen dabei hier. Bei mir möchte er einen Kapels haben und würde mir ein Wablu geben. Das wäre cool. Ja, tatsächlich. Wablu ist, da hätte ich ja noch ein Flug-Pokémon. Juhu, ein Flugdrache. Außer du heißt Uishimaru, dann würdest du es nicht machen. Warum? Von dem, das ist nämlich ein YouTuber und von dem, also sein Lieblings-Pokémon ist Kapels. Stimmt, also Knilz. Er hat doch die Knilz-Armee. Das weiß ich selber, weil ich gucke ihn ja auch. Ich bin sogar ein Glücksknilz, ich habe ihn abonniert. Ich auch. Ich wollte gar nicht mit dem Professor reden, ich war gerade so im Gedanken, Geh weg. Lass mich in Ruhe, ich bin ein Kind, sprich mich näher an. Hast du ein Voltoball? Möchtest du erst gegen einen Knackleon tauschen? Oh, das ist eine coole Sache. Das ist cool. Ja, dann können wir jetzt den Major killen. Oh, jetzt kommt dieses blöde Rätsel mit den Schaltern, ne? Oh. Ja. Oh, wieder daneben gedrückt. Oh, schade. Das ist wirklich die schlimmste Arena, die ich jemals in Pokémon-Spielen gesehen habe. Ich mache mir immer noch Sorgen vor den Trainern. Also vor den Pokémon. Ach ja, ich habe ja immer noch keine Bodenattacke. Nee, siehst du? Also. Ich habe immer was Gutes zum Angreifen, das ist das Problem. Kannst du nicht Schaufler irgendjemand anderen beibringen, den du gerade im Team hast? Ja, Ratzfratz, aber Ratzfratz schluckt halt auch viel Schaden. Stimmt, das ist blöd. So, Felsgrab kann ich dir beibringen, das mache ich auch gleich. Kann das denn überhaupt was bringen? Ich weiß jetzt gerade nicht, welchen Typ das ist. Gesteinboden? Aber wenigstens etwas Schaden und Innedrop von dem Gegner. Polterknecht, weiß ich nicht. Kannst du nicht, okay. Oh Gott. Sandsturm wäre eine Idee. Ach ja, doch. Aber ich bekomme dann auch Schaden. Mein Dickter hat ja Zerschneider. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar kein Pokémon, das Zerschneider hat dabei. Bevor ich das vergesse, ich kaufe noch ein paar Pokebälle. Ach, du bist noch gar nicht in der Arena. Nee, noch nicht. Ich dachte, du bist schon drin und kämpfst schon oder rätselst schon. Rätsel gerade mit mir selber, ja. Ich habe 37.000 übrigens jetzt, ne? Ja, schön, Angeber. Ich habe die Arena fertig, so. Angeber. Nein, war ja nur ein Spaß. Wer ist hier ein Spaß, was? Okay, ich bin jetzt auch in der Arena. Und dieser Typ mit diesem See-Outfit hat bestimmt... Wasser-Pokémon. Würde ich jetzt raten. So, was hast du denn? Du hast... Okay. Wow. Das ist ein komisches Wasser-Pokémon. Ich hab's getötet. Bist du jetzt schon in der Arena? Ich kämpf doch gerade. Ja, ich nicht, ich hab extra gewartet vor der Arena. Hast doch gerade gesagt, ich... Was hat der für Pokémon? Ja, aber... Jetzt habe ich aus Versehen einen Koch angesprochen. An den Matrosen. Ja, ich habe auch den Matrosen gekillt, zwei Pikachu. Ach du Scheiße, Pikachu ist Achillesferse. Super, erstmal Donnerwelle von ihm abbekommen. Den Glatzkopf. Ich bin ein Fliegengewicht. Uhu. Ja, also deine Frisur ist schon mal aerodynamisch, das stimmt. Hä? Der Sprite von dem Typ ist mal ganz anders. Und du hast einen Voltoball, okay. Level 21 übrigens. Wann nochmal mit Finale? 27 bei Voltoball. Okay. 21 bei Georock. Was uns natürlich im Felstunnel, wenn wir Pech haben. Ne, wir haben ja Randomize. Ansonsten hätten wir im Felstunnel übelst schwere Karten. Da tauchen ganz viele Georocks im Normalfall auf. Ich habe einen Trainer besiegt. Ah, den Glatzkopf hast du als nächstes, ne? Ja, Voltoball und Magnetilo. Magnetino.
Ich hätte übrigens doch kein Boden-Pokémon gebraucht, weil mein Laxina, also das Magnetilo setzt Donnerblitz auf mich ein und da steht nicht sehr effektiv. Mann, ich habe vergessen, mich zu entparalysieren. Aber egal. Verwirrt, Paralyse, ich liebe Elektro-Pokémon. Super. Yay, selbstverletzt. Hurra. Der Donnerschock macht mir ganze 3 KP Schaden. Ich muss einmal healen gehen, vorsichtshalber. Yay, selbstverletzt. Juhu. Dass man den Busch immer so oft zerschneiden muss hier, wenn, nur wenn man mal kurz wechseln will. Zum Center rennen will. Du hast ja bestimmt auch den ersten Pokémon-Film gesehen. Ja, damit fing alles an. Nee, warte mal. War das der erste? Ich habe alle gesehen, die es bis jetzt gibt. War das da, wo... Doch, das war das, wo Ash mit Shiggy gegen Donphan gekämpft hat, ne? Ja, gleich am Anfang noch in der Intro-Sequenz quasi, wo das Pokémon-Lied abgespielt wurde. Übrigens komisch ist, weil Donphan ist ein Pokémon der zweiten Gen und der Film handelt von der ersten Gen? Naja, aber wenn du... Es wurden ja schon einige von den neuen angekündigt. Guck mal, Togepi sieht man ja auch in dem Vorfilm da. Mehrere auch. Und Snubbull. Das waren so die ersten Pokémon von den von der neuen Generation damals. Stimmt. Und da habe ich mich damals so ein bisschen in Donphan verknallt, weil es einfach so geil war, dass es sich gerollt hat um sich selbst. In den Pokémon-Spielen hat es nicht mal die Rollanimation und das fand ich so schade. Ja. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt an Pokémon Stadium-Zeiten denke, Pokémon Stadium 2, da habe ich mich immer geärgert, wenn ich denn mal Donphan eingesetzt habe oder der Gegner und dann macht der Turbo-Dreher und dann dreht er sich im Kreis anstatt um sich selbst, was er passen würde zu ihm dann. Ich fand aber allgemein die Animation aus... der alte Mann hat übrigens auch einen Pikachu. Okay, ich bin gerade auf dem Rückweg zu ihm. Ich fand übrigens die Animation aus Pokémon Stadium 1 und 2 so extrem geil. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. So, beim Arena-Leiter musst du dann warten auf mich? Hier ist nichts, bloß Abfall. Weil du musst ihn ja wieder... wer liest ihn jetzt? Soll ich? Du, hier ist nichts, bloß Abfall. Okay, dann bist du... Oh, aha, du schnappst dir mir die Mädchen raus. Bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Ich verstehe, du schnappst dir immer die Mädchen raus. Nee, das war eigentlich nur Zufall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Nee, danach kommt er wieder ein Mädchen in Prismania City nachher, die Erika. Erika, stimmt. Oh fuck, Erika, so ein Scheißname. Hey, hier ist ein Hebel versteckt, ich werde ihn betätigen. Blub. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hey, der Schalter wurde wieder verriegelt. Oh. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Ich hasse diese Arena. Es gibt, glaube ich, auch eine Lösung, wie man dieses Rätsel machen kann. Ja. Oh Gott, haha. Ich könnte meinem Pupanze jetzt gerade Finale beibringen. Ja, mach mal. Nein, das brauche ich nicht. Das heißt, wir könnten bei einem wilden Pupanze auch Probleme kriegen, wenn es Level 19 ist. Also ich stehe vor Bobby. Ich auch gleich, wenn ich die Hebel gefunden habe. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist auch nichts, immer noch Abfall. Ach, falsche Taste gedrückt. Oh, ich muss mal gucken, läuft die Aufnahme? Ja, gut. Hier ist nichts, Abfall. Hier ist nichts. Abfall. Wieso haben die überhaupt so viele Abfalltonnen hier? Frage ich mich auch, das ist die dreckigste Arena der Welt. Hm. Wobei, vom Sprite her sieht das eher aus wie Batterien, wo man oben die Kappen da abgemacht hat, die Kontakte.
Das sind alte Batterien. In groß. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Vogeltränke. Ja. Was ja. Ich hatte eben den Schalter und dann habe ich ihn wieder ausgemacht, weil ich den falschen, das falsche Batteriefass geöffnet habe. Das darf ich nochmal alle anquatschen. Das klingt gut. Yay. Und überall ist nur Abfall. Oh, wirklich einmal komplett in die hinterste Ecke gehen zu den letzten beiden Fässern, die ich noch nicht angequatscht habe. Und hey, hier ist ein Abfall. Toll. Ich habe jetzt drei Fässer zur Auswahl. Links, rechts und unten. Wo ist der Schalter? Du darfst dir jetzt eins aussuchen. Nee, ich habe keine... Ich möchte das nicht sagen. Doch. Links? Warte, ich gehe nach links. Hier ist nichts, bloß Abfall. Und Schloss wurde wieder verriegelt. Yay. Gut. Da. Ich finde das so schrecklich an dieser Arena. Diese doofen Schalter, das ist nicht mal ein richtiges Rätsel. Das ist einfach bloß nervend. Naja, es gibt so eine Lösung und ich google gerade danach. Ich weiß nur, dass eins von den benachbarten Feldern dann ja, das Richtige. Da, ich habe den Hebel. Du hast jetzt sogar vier Seiten übrig. Oben, unten, links, rechts, weil er genau in der Mitte ist. Sag mal, oben? Hier ist nichts, bloß Abfall. Oh. Lalalala. Sobald du einen Schalter hast und danach einen falschen mit. Ja, das ist doch klar! Ach nee, das wissen wir noch nicht. Der zweite Schalter ist neben dem ersten. Ah. Oder oben darüber. Oder vielleicht auch drunter. Wow, das ist ein geiler Schalter. So, ich hab's jetzt reduziert bekommen. Du kannst nur noch oben oder links sagen. Weil er nämlich jetzt in der Ecke sitzt, der eine Schalter. Entweder links oder oben. Links? Hier ist nichts, bloß Abfall. Also wäre es oben gewesen. Ich hätte speichern sollen, den hätte ich jetzt einfach oben genommen. Dann mach mal als erst die obere Reihe. Ich bin auf dem Weg zur oberen Reihe. Ich arbeite mich im Kreis durch. Hier also ist der Schalter. Du hast jetzt links, rechts und unten. Ach, du bist genau in der Mitte. Ach, verdammt. Nicht ganz. Unten? Das zweite Schloss wurde entriegelt. Ja! Die Tür öffnet sich. Hurra! Oh. So, nochmal gucken. Team ist nicht ganz geheilt. Hab ich überhaupt noch Tränke? Ja, hab ich, gut. Paraheile, hast du genug Paraheile? Ich guck gerade, was, ob ich alles genug an Dings hab. Ja, ich hab einen Lava. Sprudel, Supertrank, Nugget, Limonade. Paraheile habe ich nur ein. Gegengift dafür 5. Aber wäre es dir wirklich wichtig, jetzt nochmal aus der Arena rauszugehen, um die Paraheiler zu kaufen, um das Rätsel nochmal zu machen? Muss ich das danach nochmal machen? Ja. Ich glaube, ich bleib hier. Okay, wir sprechen ihn an. Du sprichst ihn. Warte kurz, ich muss erst noch gucken. Und nach dem zweiten Wort, also nach dem ersten Wort, sag bitte Minecraft danach. So, wollen wir ihn ansprechen? Ja, bitte nach dem ersten Wort Minecraft sagen, ja? Hey, Minecraft-Kitty, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance, so viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge damals haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche werde ich auch mit dir machen, wenn du verlierst. Das gleiche steht dir nun auch bevor. Also heißt das, er greift Menschen an? Nur wenn du verlierst. Voltoball. Es ist Voltoball. Aber es ist noch nicht Level 27, also haben wir Glück. Aber es ist so schnell. Was? Nee, doch nicht. Ist langsam. Obwohl es ein Ball ist. Hä? Hey, Voltoball ist eigentlich das schnellste Pokémon. Nein, ich glaube Blitzer.
Voltoball ist eins der schnellsten Pokémon aus der ersten Gen. Ja, und mein Nidorino ist schneller. Ich glaube sogar das schnellste, weil ich glaube in Pokémon Stadium war ja mal dieses Rätsel, ne? Was ist schneller? Ja. Aber dieses Voltoball scheint langsam zu sein, weil mein Nidorino war schneller im Schaufler einsetzen, als das Voltoball was machen konnte. Ja, ist Pikachu. Auch ein Level höher, ne? Ja, da bin ich jetzt auch gerade. Ich fällt's ein Schaufler. Ich schaufle alles und es reicht. One Hit. Warum haben wir uns Sorgen gemacht? Wieso nicht? Ach, jetzt bin ich paralysiert wegen der blöden Statik von dem Pikachu. Jetzt kommt Raichu bei mir. Ja, bei mir auch. Die Paralyse ist natürlich jetzt doof, weil dadurch kann Schaufler natürlich blockiert werden. Aber Raichu sieht schon geil aus, ne? Es fehlt nur noch das Surfbrett darunter. Ich muss sagen, ich finde das Surfbrett Alola Raichu scheiße. Also es ja, ist gut, das sieht irgendwie komisch aus. Es ist eine geile Typenkombi, Psycho und Elektro. Aber ich finde scheiße. War das Psycho Elektro? Ich glaube ja. Ich hab's nie gefangen. Ich hab ihn besiegt. Ich hab noch das Raichu vor mir, das hat gerade mein Nidorino fast gekillt. Ich hab übrigens nur A gedrückt. Ich hab jetzt mein Dick da draußen, das nach einem Angriff fast besiegt ist. Okay. Was ist das für ein Killer-Raichu? Der Text, wenn man ihn besiegt, also außerhalb des Kampfes, ist mir tatsächlich neu, dass so etwas passiert. Da bin ich noch nicht. Soll ich dich spoilern? Nein, ich bin jetzt das da. Das erste Wort ist ein Bär. Mist, jetzt macht keinen Spaß mehr. Tschüss. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem. Das ist seltsam. Nein, das ist schon immer so. Hä, nein? Er spricht aber immer sowas. Ist das doof? Hä, ich versteh's nicht. Die Orden sollen angeblich Werte verstärken, laut Gen 1, aber haben sie nie gemacht. Ja, das wird einfach nur so gesagt. Hey, du hast die Plastik, jetzt kannst du schneller laufen. Ja. So ungefähr. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen und du kriegst jetzt keine Stromschläge von mir, Mist. Du musst dich auf das nächste Kind warten. Du bist irgendwie besonders. Nimm das hier. Du hast einen Freund in mir. Schockwelle für dich. Oh, das ist sehr schön. Schockwelle der alten Adel. Ich habe mir übrigens letztens Sorgen gemacht, dass ich kein Flug-Pokémon habe, ne? Ja. Ein Vollidiot. Warum? Was ist mein Starter-Pokémon? Latias ist doch Flugpsycho, oder nicht? Ja, ich bin da...